Willkommen in einem neuen Video der Berufsschule 7. In diesem Video soll es um Datenbank-Views gehen. Im Prinzip, wie man sie erzeugt und wofür Views so gut sein sollen. Zielgruppe ist Fachinformatiker, 12. Klasse. Aber wie immer, zugucken darf jeder. Gut, was sind Views? Views sind nichts anderes als gespeicherte Select-Abfragen. Also nicht die Ergebnisse werden gespeichert, sondern die eigentliche Abfrage, also das, was wir als Select formulieren. Views nutzen wir, wenn sie mal existieren, genauso wie eine Tabelle. Das werden wir uns gleich anschauen. Und Views haben leichte Performance-Vorteile. Ist nicht wirklich großmächtig, aber es geht hier darum, dass der Query Optimizer bei den meisten LBMS beim Erzeugen der View greift und versucht, die View zu optimieren, und beim normalen Select macht das quasi immer neu. Entscheidend ist, dass Views die Flexibilisierung auf den Datenzugriff erlauben, und das ist der eigentlich große, große wirklich Vorteil, und deswegen nutzt man Views auch relativ intensiv. Weiterhin ist es so, dass Views im Regelfall nicht für Updates genutzt werden können. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil View ist ja tatsächlich nichts anderes wie eine Select-Abfrage. Aber wenn man mal eine Zeit lang mit einem Datenbanksystem arbeitet, wo wir die Views wie Tabellen nutzen, kommt man irgendwann tatsächlich auf die Idee zu versuchen, die Updates oder auch die Inserts über die Views zu realisieren, was, wie gesagt, im Regelfall nicht funktioniert. Größere Datenbankstrukturen nutzen fast immer Views. Also Sie werden oder ihr werdet keinen großen, wirklich große Implementierung von einer Datenbank finden, wo man nicht intensiv mit View-Schichten arbeitet. Und deswegen ist es ein durchaus wichtiges Thema. Gut, schauen wir uns mal an, wie der Syntax einer normalen Select-Abfrage aussieht. Ich habe jetzt hier mal auf unserer kleinen Übungsdatenbank eine Abfrage realisiert, also Select, dann habe ich Vorname, Nachname und dann ein Join. Jetzt hier Old Style Join, aber wie gesagt, jedes normale Select ist jetzt hier erstmal interessant. Und wenn ich jetzt eine View daraus machen möchte, dann schreibe ich hin Create View, verpasst der View einen Namen, dann As, und dann kommt einfach das Select da rein. Das heißt, das ist jetzt eine View, die Demo View heißt und ganz normal genutzt werden kann. Sehen wir uns mal die Nutzung an. Wenn ich jetzt von dieser Demo View, wenn ich auf diese Demo View einen Select durchführe, kommt exakt das gleiche Ergebnis raus, als würde ich dieses ursprüngliche Select ausführen. Das heißt, es sieht jetzt so aus, als würde die Demo View Daten aus der Vorgangs- und der Partnertabelle selektieren und aus der Partnertabelle eben entsprechend nur Vorname und Nachname. Es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt Show Tables ausführe, dann wird mir MySQL tatsächlich die View genauso anzeigen wie eine stinknormale Tabelle. Aber wie gesagt, es ist und bleibt eine View. Frage ist jetzt, was soll das Ganze? Was bringt mir das alles? Und dazu schauen wir uns jetzt einfach mal so eine kleine Architektur an. Wir haben eine Datenbank. Hier haben wir jetzt die Daten in der dritten Normalform abgelegt, sodass wir keine Redundanzen haben und eben möglichst einfach und ohne irgendwelche Dateninkonsistenzen zu erzeugen mit dieser Datenbank arbeiten können. Im Regelfall arbeitet nicht der direkte User, der Kunde oder der Anwender mit der Datenbank, sondern im Regelfall liegt eine Applikation drüber. Diese Applikation ist die eigentliche Software, die dann die Datenbank als Datenhaltung nutzt. Und die Applikation greift nun via SQL auf die Datenbanktabellen zu. Und wenn ich jetzt eine fachliche Sichtweise auf die Daten erstellen möchte, beispielsweise irgendwelche Vorgangsinformationen angereichert mit Produktdaten etc., dann muss ich das mit Hilfe von Joins eben durchführen, weil die Daten ja eben ziemlich zerstreut auf den einzelnen normalisierten Tabellenstrukturen liegen.
Und das kann durchaus zu Problemen führen, weil eine gewisse Komplexität, die aufgrund der dritten Normalform im Datenmodell existiert, jetzt in die Applikation hochgezogen wird. Und das heißt auch in der Konsequenz, dass wenn ich jetzt in der Datenbank Änderungen vornehme, dann muss die Applikation entsprechend diese Änderungen auch nachziehen, weil sich sämtliche Selects natürlich dann entsprechend auch ändern. Und das heißt, jede DB-Änderung führt dann unweigerlich zu einem Applikationstest. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wenn wir hier eine sogenannte View-Schicht einführen. Eine View-Schicht, die abstrahiert mir das technische Datenmodell. Also das Datenmodell in der dritten Normalform soll jetzt abstrahiert werden durch fachliche Sichten. Und diese fachlichen Sichten, die holen sich jetzt von den einzelnen Tabellen die Daten, die sie eben für diese Sichtweise brauchen, also für Kunde, Vorgang, Vertrag, Produkt, was auch immer, was eben fachlich notwendig ist für spätere Applikationen. Und die Applikation wiederum nutzt jetzt nur noch diese fachlichen Views. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass eben die View-Kunde genau die Informationen von den Kunden entsprechend abgreift aus der Tabelle oder aus den Tabellen, die für eben so eine Sichtweise notwendig und sinnvoll sind. Das bedeutet jetzt auch, wenn ich jetzt beispielsweise in der Tabellenstruktur irgendwas ändere und sicherstelle, dass die Views nach der Änderung noch genau die gleichen Daten liefern wie vor der Änderung, dann muss ich die Applikation nicht intensiv testen, weil ich kann das Ganze eben auf Datenbankebene machen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Vorteil und sollte eigentlich jedem einsichtig sein. Weiterer Vorteil ist die Zugriffseinschränkung. Ein Select kann ja Spalten und Zeilen einschränken. Und wenn das ein Select kann, kann das eine View natürlich auch, weil eine View ist ja nichts anderes wie ein gespeichertes Select. Und hier haben wir jetzt beispielsweise aus der Partnertabelle lediglich den Vornamen und den Nachnamen selektiert. Alle anderen Spalten kommen hier nicht vor, das heißt, Partner hätte mehr Spalten als nur Vor- und Nachname, die werden aber eben hier an der Stelle nicht angezeigt. Von den Zeilen her schränken wir über das Statusfeld ein. Das heißt, wir zeigen hier nur Datensätze mit dem Statuseintrag FK. Und damit haben wir jetzt Spalten und Zeilen dieser View eingeschränkt. Wenn wir jetzt aber auf der View-Ebene Zugriffsrechte vergeben können, dann bedeutet das, dass wir demjenigen, der ausschließlich über diese View auf unsere Daten zugreifen kann, also nicht direkt auf die Tabellen, sondern nur über diese View FK zugreifen darf, dass der eben aus der Partnertabelle eben nur Vor- und Nachname sieht und von den Datensätzen her nur die mit dem Status FK. Und damit können wir eben sehr exakt einstellen, welcher User, also welcher Datenbank-User, was auf der Datenbank lesen kann. Und das ist mit Sicherheit eine sehr praktische Sache, weil das kann ich wirklich auf das einzelne Datenfeld dann sauber eben entsprechend einschränken. Ja, es gibt noch weitere Vorteile von Views, aber das sind jetzt aus meiner Sicht erstmal die wichtigsten. Zum Abschluss des Videos noch ein paar nützliche Features oder nützliche Statements. Und zwar jetzt speziell bei MySQL, das Anzeigen aller Views des RDBMS mit einer Systemtabelle und zwar die Information Schema Views. Dort hole ich mir eben entsprechend alle existierenden Views raus. Dann gibt es noch das Anzeigen der View-Definition. Also wie hat MySQL die View tatsächlich jetzt intern abgespeichert? Hier kann man dann sehen, dass MySQL dann die View meistens noch oder das Select, das dann die View begründet, ein bisschen umbaut, bevor es abgelegt wird. Das kann man hier sehen. Und letztendlich noch das Löschen einer View, indem ich einfach sage Drop View, Demo View. Und damit ist die View eben raus aus meinem RDBMS. Ja, das wäre es so im Ganzen, Großen und Ganzen gewesen. Ja, mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Alles andere muss man eben praktisch üben, einfach mal eine View bauen, mal nutzen und gucken, wie wir damit umgehen. Also, bis zum nächsten Mal.